Guten Tag, willkommen zurück zu dem Rückspiel hier der Seattle Seahawks bei den Denver Broncos, natürlich im Jets Stadium, im MetLife Stadium. Met, das heißt MetLife Stadium. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Met, mit Doppel-T natürlich auch geschrieben. Nee, mit M-E-T. Ja, das ist, ich würde jetzt noch länger warten, sonst können wir auch gleich Schach übertragen. Ja. Ich habe gehört, da wäre auch eine Weltmeisterschaft gerade, dann können wir das übertragen. Ich wusste gerade leider nicht mehr, wie das geht mit dieser... Lauf! Ja. Jawohl! Das macht alles wieder mit! Jawohl! MET Live Stadium, MetLife Stadium. Ja! Touchdown! Das, was das heißt, durchlaufen und Touchdown machen Stadium. Alter, ja. Das war natürlich... göttlich. Göttlich. Ja. So lang, dass ich da kein Spieler auswählen konnte. Punkt ist Punkt. Also selbst wenn ich jetzt noch verliere, das nimmt mir keiner mehr hier. Entschuldigung, mein Fehler. Ja, natürlich. Ich wollte vier drücken. Bewegungslegastheniker. Touchdown. Auf einmal ist das Spiel wieder gut. Nö, aber ist auch lustig, wenn mal sowas passiert. Oh, ist Baby nicht durchgelaufen. Oder wie du sagen würdest, ich bin zwar der beste Spieler der Welt, aber ich war auch glücklich, dass ich den Spieler gerade bekommen habe. Hawks Cross. Hawks Cross. Mami, Mami. Disco Time. Ah, nice. Tilt nicht. Ne. Aus oder was? Ich seh. Oh, McQuistan, der alte Ire. Ja. Und Free Overload Fire nehmen wir jetzt mal. Da ist schon da war doch schon dein richtiger Angriff drin, Misdirection. Fuck! Muss ich natürlich nicht aufhalten, na gut, das ging doch. Ach, ja, was ein Spiel. Ich weiß jetzt zumindest, was ich nicht machen werde. Und zwar? Ja, das waren alles drei die gleichen Möglichkeiten. Leider nichts. Ich werde jetzt natürlich nach rechts laufen. Und dann drücke ich Viereck. Oh, warte mal. Und dann gibt's auf den Sack. Ja, 5 Yards, ne? Ja, ich meine, warum soll ich jetzt noch passen? Das bringt doch nichts. Kannst halt mehr. Ja, wenn ich jetzt noch mal eine Interception. Strecke überbrücken. Jetzt noch mal ein Interception kriege, dann fliegt der Controller gleich in den Fernseher. Warte ich eh noch drauf. Mach. Ach, ich bin ja dran, ja. Dachte ich jetzt schon gedrückt. Ich dachte mir schon, hätte gedrückt. Scheiße. Nein! Scheiße, ich hätte noch einen Meter weiterlaufen sollen. Ich weiß auch nicht mehr diese Special-Taktiken, wie man noch springt und so. Wie man sich noch so da reinwirft, ja, das weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass du auf Kreis machst halt diesen die Drehung, ne? Diese Kacka-Drehung, aber ich weiß nicht mehr genau auf den anderen Tasten. Und mit L1 und L2 kannst du, glaube ich, auch noch irgendwas machen. Jo, das reicht mir. First und 10. Ja, Affenkind, ey. Ist das schön runterlaufen, ne? Ja. Ist doch egal, jetzt ist ja noch kein Anton, du hast ja noch ein paar Besitz. Wie geht das Prinzip? Na. Yep, merci beaucoup. Jo. Scheiße, ich muss irgendwie muss jetzt noch auf jeden Fall noch einen Touchdown machen, ey, sonst. Ich muss, das ist. Ja,
kürzer. Zum Beispiel könntest du doch jetzt X nehmen und dann relativ gerade werfen. Ja. Steht doch keiner. Kann ich dir dann sagen, was dann passiert? Macht doch Field Goal. Ja, das mache ich, wenn ich Drittes hab. Fuck, Alter, den gefangen hätte, wäre es auch Interception gewesen, ne? Ja, aber... Ja, nimm ruhig den Overload-Blitz, genau, danke. Nimm ihn ruhig. Ich habe ja halt noch eine Alternative dazu. Fuck, ey. Also, hulup. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Mit dem Sprung. Ich habe eine Taste gedrückt, die nicht kreis war, weiß ich nicht. Hey, dann auch jetzt gleich. Ich wollte eigentlich passen. Mach das Hüppelkind. Hat zwar nichts gebracht eigentlich, aber... Und der hat ihn nochmal nice weggeblockt, das war gut. Kannst du Two-Point-Conversion machen? Wir können zumindest probieren, ey. Musst du einfach dann... Achso, kannst du einfach durchlaufen, ne? Bam, Junge! Ja, ich wollte jetzt verhindern, dass du gleich in der zweiten Halbzeit noch eventuell mit zwei Touchdowns dann noch wieder. Ja. Egal, wenn ich das jetzt noch verliere, dann habe ich zumindest schon mal zwei Touchdowns gemacht. Wie kniet man sich hin? Ja, hier, Ballerina. Komm her, ich dachte, man kann sich mit Dreieck hinknien, aber kann man scheinbar nicht. Ich glaube, du musst irgendwas runterdrücken oder so. Oder entweder den Penöbel runterdrücken oder irgendwie R2, L2, irgend sowas. Ah, ich hätte gedacht, man kann sich vielleicht mit. Schon wieder das gedrückt, verdammt. Kommt hier Pizza Ege Spezial Move. So hieß das da, glaube ich. Nun! Ah, fuck! Oder? War schon drüber und ist dann nochmal zurückgesprungen. Second und Inches. Ja. Ist natürlich jetzt. Ein Fehler ist aufgetreten. Ja, das macht ja egal. Ich warte jetzt. Gut, Zeit läuft ja eh nicht runter. Nee, die läuft für dich nicht runter jetzt. Ich dachte, du wärst jetzt gelaufen, weil wäre ja eigentlich sinnvoller gewesen, aber gut. Wenn du jetzt passen willst, mal weg. Ja, das war schon mal ganz gut. Ja, aber ich hatte Zonenverteidigung aktiviert und wir haben Traum trotzdem nichts gemacht. Bisschen Zeit haben wir noch, brauchen wir noch kein. Ja, in der ersten Halbzeit sowieso nicht, glaube ich. Du kannst doch vor der Halbzeit auch, klar. Ja, stimmt, kannst du auch, weil. Damit du nicht, also danach ist ja wieder Ballbesitzwechsel. Für dich aber. Ja, aber wenn ich doch jetzt schon so weit vorne bin, dann bringt es mir noch mehr, wenn ich das jetzt zu Ende spiele. Nein, nimm ihn doch! Der alte Trainerfuchs hat noch was in der. Der sieht doch genau so aus, der Typ, ne? Die sehen irgendwie alle gleich aus hier, die Trainer. Wirklich. Wirklich. Na, du kommst mal schön auch noch mit dir nach vorne. Wenn man es weiß. Ja. Hast du mal einen Timeout gerufen? Eigentlich schon, aber er macht's nicht. Doch. Alter, bei einer Sekunde. Ja, jetzt wissen wir alle, was kommt. Wie mache ich denn Field Goal Attempt?